So, das ist hier wieder eine Falle, wenn ich das richtig sehe. Oh, holy bejesus. Oh oh. Na? So, nicht rückwärts reinlaufen. Ich habe nicht vergessen, dass wenn man in die Stelle, wo die Falle einschlägt, das war ja so, wenn man da reinläuft, dann... tut das weh wie Sau, Mann! Und man kriegt dann noch so einen Schaden über Zeit, glaube ich. Oh, was haben wir hier? So, hier sieht es auf jeden Fall nach Ende der Ruine aus. Weil wir hier schon feine Teleportrunden finden. Arkansteine haben wir auch bereits gefunden. Seelensteine auch schon ein, zwei Stück. Das heißt, ich kann mir daraus auf jeden Fall wieder neue Teleportrunden craften. So langsam, aber sicher fügt sich alles zusammen. Alles, was wir finden, alles, was wir entdecken, alles, was wir lernen an Fähigkeiten, alles fügt sich Stück für Stück zusammen und wir können die Fähigkeiten nutzen, sie unterstützen sich gegenseitig. Finde ich richtig schön, dass man das konkret das Gefühl hat, dass man wachsen würde in diesem Spiel. Dass man die ganze Zeit denkt, dass es vorangeht. So, hoppala. Uah, Mist. Oh, du Drecksack. Wie hast du diesen schnellen Seitwärtsschritt gemacht? Warst du beim Ballett? Okay, das wird jetzt ein bisschen doof. Ich habe nämlich keinen Mana mehr. Und der Typ hat mir auch schon etwas wehgetan. Schlucken wir mal einen von meinen 44 verbleibenden Tränken. Ansturm, der nicht weit genug reicht. Ansturm, der weit genug reicht. Sehr gut. Dieser Drecksack weiß ganz genau, wie er gegen Nahkämpfer kämpfen muss. Oh, du Sackmann. Naja, schmeißt du nur deinen Heal rein? Kenn dich schon. Yes, er ist hingefallen. Jetzt komm. Ah, mit Genuss weggebolzt. So muss es laufen. Die haben alle ihre Lehmheilungstränke. Wird etwa hier von mir erwartet, dass ich in diesem Bereich des Spiels irgendwie mit irgendwelchen Lehmzaubern rumlaufe oder so? I don't know. So, hier war noch ein Weg. Oh, holy moly, das ist hier echt groß. Beide Wege führen nirgendwo hin. Hm. Hm. Oh, nein, doch nicht. Nee, doch. Sah wie eine Sackgasse aus, ist aber keine. Würde mich nicht wundern, wenn beide Wege letzten Endes dann in denselben Bereich mich hineinführen. Oh, Jesus. Plötzlich auftauchende Frostatronarchen. Die halten auch jedes Mal ein bisschen anders was aus. Mein Mana regeneriert sich so langsam. Ist das normal oder habe ich mir irgendwo eine Krankheit eingefangen? So, Magiesturmhaltung? Nein, habe ich nicht. Hm. Oh, was haben wir denn da? Oh Gott, das sind so einige. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben nicht mehr so viel Mana. Ich glaube, ich pumpe mich hier einmal auf. Hier. Ach, ich habe ja noch einige eigene Mana-Tränke. Ich vergesse das immer. Die sind nämlich eigentlich ein bisschen stärker. Also die ich jetzt gerade benutzt habe, sind eigentlich etwas stärker. So, einmal du. Bleibt einfach so wie bisher. Schön stationär da unten stehen. Dann, dann wird alles gut. Habe ich nicht gesagt, dass du da stehen bleiben sollst? Wenn das so weitergeht wie bisher, dann werden wir echt... Dann liegen wir echt gut mit unseren Skills. Also im Sinne von... dass wir bald schon 100 Zerstörungen haben und dann uns bereits schon überlegen können, wie wir unsere nächsten Skillpunkte verteilen möchten. Mann, 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 diese Höhle ist echt gewaltig. Ach übrigens, wenn ich jetzt meine... Wenn mich meine Berechnungen nicht ganz täuschen,
Dann ist es tatsächlich so, dass wir mittlerweile schon in meinem neuen Stundenplan angelangt sind und ich bereits ein Video dazu rausgebracht habe auf meinem Kanal, wo ich euch alle gemeinsam informiere, wie ich das demnächst durchziehen will. Und diese Nerim-Folge wird auf jeden Fall noch in der Woche mit dem neuen Plan herauskommen. Ich bin echt gespannt, ob ich es bis hierhin, bis zu diesem Punkt überhaupt geschafft habe, den einzuhalten, weil ich mir da wirklich einiges vorgenommen habe. Ich meine, ich gehe jetzt wieder studieren, ich bin nicht mehr ganz 8 Stunden am Tag allein auf der Arbeit. Das war auch etwas krass, aber... Oh, um Himmels Willen, jeder Weg führt irgendwo hin. Das ist eigentlich ganz geil. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich selbst finde das natürlich super geil. Ich mache das sehr gerne, ich gehe sehr gerne erkunden und schauen, was für eine Ecke, was für mich auch parat hält. Herausfordernde Kämpfe, geiler Loot, den wir später mal nutzen können. Und bin vor allem umso glücklicher, wenn sogar ihr oder eben einer von euch mir den Tipp gegeben hat, irgendwo unterwegs zu sein. Weil das auch das Nerim-Let's Play so zu einem großen Teil ausmacht, die ganze Interaktion zwischen uns. Einfach, dass wir untereinander kommunizieren können und sagen können, hey Stone, geh mal dahin, geh mal dorthin, schau dich hier um, und ich das dann auch wirklich mache und ihr dann selbst ein bisschen Einfluss darauf nehmen könnt, was wir denn alles entdecken gehen in diesem Let's Play, was wir uns alles anschauen gehen. Davon lebt das ja auch zum Teil. Und ich brauche wirklich eine Frostwaffe. Denn ich habe so das Gefühl, meine mit Feuerrubin verzauberte Waffe bringt mir gar nichts außer den Grundschaden. Und der Grundschaden ist ein bisschen, naja, nicht unbedingt popelig. Dafür wird es wahrscheinlich jetzt noch reichen. Jawohl. Aber der Schaden ist auf jeden Fall nicht so beeindruckend wie die 9 extra Feuerschaden, die ich noch dazu bekomme, wenn dieser Schaden auch tatsächlich dann greift. Man glaubt es kaum, aber ich war tatsächlich noch bis vor kurzem zögerlich, den einen Feuerrubin überhaupt in die Waffe Armgemetzel einzusetzen. Und jetzt habe ich mittlerweile wie viele? Würde mich auch mal interessieren. 13 Stück. Ich glaube, ich werde für eventuelle zukünftig gefundene Waffen werde ich vielleicht 3 Stück aufbewahren oder sowas. Ach super, das führt in den gleichen Raum, okay. Werde ich auf jeden Fall 3 oder 4 von denen aufbewahren und den Rest kann ich alles verkaufen. Das ist ja totaler Overkill, den ich mir hier mittlerweile angesammelt habe. So, über was könnten wir noch reden? Ach ja, was sich noch alles auf meinem Channel in Zukunft verändern wird, das dürfte euch auch interessieren. Ich meine, ich werde da früher oder später auch ein Infovideo dazu rausbringen, jetzt noch nicht. Weil sich ja jetzt überhaupt noch mit dem Stundenplan und allem... Oh, das sieht nice aus. Oh, hallo. Jetzt befindet sich ja mit dem Stundenplan noch alles ein bisschen im Wandel bei mir. Was machst du da? Ah, nice. Man muss sich ja zu helfen wissen. Au, gee, oh Gott, wie viel Schaden das... Habt ihr das gesehen? Okay, hoffen wir mal kurz, dass ihm jetzt gerade kein Gehirn wächst. Das hat mehr Schaden gemacht als erwartet. Scheiße. Oh Gott. Oh! Au! Shit, 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 shit. Oh, ich hab kein Mana mehr. Oh, ich bin fast tot. 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 Ich hau mir einfach mal 3 von den Heiltränken rein. Wir haben ja genug, dann können wir gleich mal beobachten, ob das überhaupt irgendetwas bringt. Dann hau ich mir jetzt noch hier eine starke Heilrolle rein. Was, das haben wir noch? Verbessert. Verbessert dürfte auch reichen. Oh. Okay, oh ja, die Tränke wirken alle zusammen, glaube ich. Das war gerade eben ordentlicher Boost, den wir bekommen haben. Scheiße! Ah. Um Himmels Willen, ich wäre gerade eben wirklich fast gestorben. Wow! Virion Flammenwert, was ist das für eine Waffe? Sie sieht scheiße geil aus. Sternlings Großschwert der Verbrennung. Dieses Ding
Wäre verdammt geil gewesen, wenn wir Schwerter benutzen würden. Ein bisschen ärgerlich, kann man aber noch zum Verkaufen mitbringen. Aber eine schwere Rüstung. Feuer widerstehen 10%, Lebensenergie festigen 10 Punkte. Mein derzeitiger Hahn... Wir werden gleich sehen, ich nehme den erstmal mit. Und werde ordentlich Zeug jetzt erstmal in den hier reinschmeißen. Was wir hier alles nicht brauchen. Der ist nämlich gar nicht mal so schlecht eigentlich. Warte, die ganze leichte Rüstung hier, die ist nicht so viel wert im Verhältnis. Die können wir wegschmeißen. Der Templer Brustharnisch, der ist auch nicht so viel wert. Templer Ornat. Ach, Templer Ornat ist leichte Rüstung. Okay, verstehe. Auch nicht so viel wert, wiegt aber sehr viel. 10-mal so viel wert, 8-mal so viel wert. Templerstiefel könnten wir noch raushauen. Warum sind die beiden getrennt aufgelistet? Komisch. Raus. Noch ein. Habe ich irgendetwas, was sich noch weniger lohnt? Die Templer-Beinschienen lohnen sich noch. Ich weiß gar nicht, was ich alles in der Kiste jetzt zu Hause im Lager habe. Oh, habe ich die Templer-Rüstung einmal komplett gelagert? Moment, das Ding hat 5 Rüstungen. Ach, die Seelerbeinschienen haben sogar mehr Rüstung. Das heißt, ich kann das Templerzeug bedenkenfrei wegschmeißen. Ist auch nicht so viel wert. So. Also, das Schwert ist verdammt geil. Also, was heißt verdammt geil? Ich weiß nicht, ob es verdammt geil ist. Es hat 12 Angriffswert. Oh, es sieht so hübsch aus. Ich würde das so gerne benutzen. Oh, geil. Guckt euch das an. Na, wenn das mal nicht ein stattliches Schwert ist. Hat aber nur 4 Punkte an Schlagschaden. Feuerschaden. Also ist nicht so bombastisch. Nicht so mega viel, aber auf jeden Fall sehr hübsch. Aber wenn so ein Hieb von dem mich getroffen hat, Gott, ich habe über die Hälfte von meinem Leben verloren. Das war nicht mehr feierbar, ich sag's euch. So, also wir befinden uns ja derzeit in der Elementarschmiede. Und wir haben gleich, also relativ am Anfang auf Stockwerk 1 eben, den Elementarschmied getötet. Und dann dachte ich, wäre eigentlich so die Ruine hier vorbei, weil wenn du in einer Ruine, die Elementarschmiede heißt, einen Elementarschmied tötest, sollte es doch das doch gewesen sein. Aber nein, es gab noch ein zweites Stockwerk mit einem Gegner, der mir so sehr eingeheizt hat, das hat mir nicht gefallen. Nein, das hat mir ganz und gar nicht gefallen. Aber das sieht doch mal jetzt so langsam nach einem Ende aus. Das wird ansonsten schon fast eine dreistündige Aufnahme und das will ich jetzt wirklich nicht. Wo führt das hin? Das sieht hier... Hier zeigt mir der Questmarker hin, das heißt, hier muss es auf jeden Fall rausgehen. Auch zur Elementarschmiede. Echt? Wo lande ich denn da? Ach, hier hinten in dem Gang war ich noch nicht. Ah, hier gibt's das Nerim-Zeichen. Sehr gut. Yay! 31 Symbole. Und sogar einen Silberbarren. Yay! Den wir nach unserem Gutdünken verschmieden können. Ach, sehr gut. Hier ist jetzt der Durchgang. Dann waren wir tatsächlich noch nicht hier, aber in diesem Raum waren wir. Das weiß ich noch auf jeden Fall. Genau, hier ist auch der tote Frostelementar. So, ich werde wahrscheinlich aber jetzt gleich sowieso wieder den Teleportzauber rausnehmen. Da... Moment, ich schau mal kurz, ob sich das lohnt. Ja, genau, wir sind hier. Und ich möchte aber... Ich möchte nach Salen. Ja, wisst ihr was? Schaut mal, warte, wie viele Teleportruhen haben wir hier mittlerweile? Ich habe immer noch 7 Stück und ich kann ohne Probleme viel mehr machen. Das heißt, auf was ihr euch jetzt auch so ein bisschen einstellen könnt, wird sein, dass ich in nächster Zeit mit dem Reisen ein bisschen fauler werde. Dann finde ich vielleicht nicht ganz so viele Feuerfunkenkapseln oder Eispranken für das erhöhte Traglast-Buff-Konsortium. Dammit! Ich habe versucht, irgendwie auf das korrekt zu enden. Mit dem Artikel das. So, Moment, wir folgen jetzt mal hier dem Weg. Hier gab es nämlich noch einen Weg, den wir nicht erkundet haben in der Höhle.
Und dann laufe ich nicht raus, sondern ich teleportiere mich. Und dann wird es auf jeden Fall auch für diese Aufnahme reichen. Moment. Jawohl, 2,5 Stunden nehme ich schon auf. Brutal, die letzte Aufnahme war auch schon lang. Aber während der letzten Aufnahme habe ich auch ungefähr 15 Minuten Rumverkaufe rausgeschnitten. Und auch 5 Minuten oder so nochmal beschleunigt insgesamt oder wahrscheinlich sogar mehr beschleunigt. 10 Minuten Alchemie-Craften rausgeschnitten und alles mögliche, also lauter so Kram, den ihr wahrscheinlich eh nicht sehen wollt. Aber was heißt nicht sehen wollt, da passiert einfach nichts, außer dass ich mich die ganze Zeit durch Reagenzien klicke oder durch Händler verkaufe. So. Dann sind wir fast schon da. Das letzte Stückchen Weg, den Endboss haben wir schon abgehakt. Hier sehen wir schon die erste nackte Leiche. Nackte Leichen sind immer ein gesundes Anzeichen dafür, dass Sanaa hier schon unterwegs war. So, letzter Raum. Darf ich präsentieren? Mit einem Frostatonarchen, ist mir recht. Oh, hinten dran noch ein Magier. Oh. So, du zuerst, weg. Dann du lebst noch. Oh, hat auch einen besonderen Namen. Okay. Das kann doch nicht wahr sein. Yes, er hingefallen. Sehr gut. Wenn irgendeiner von meinen Gegnern hinfällt, 200 Erfahrungspunkte schon wieder. Der Wahnsinn. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier. Stufe 20, tatsächlich. Okay. Wenn einer von meinen Gegnern hinfällt, dann mit der derzeitigen Waffe ist das echt fast schon ein Todesurteil für die. So, oh, Mithril-Zeug. Eisige Kapuze. Frost widerstehen. Okay, ja. Templerschild, 10-mal so viel wert. Dinger auch, das ist nur 8-mal so viel wert. Nicht noch das und das und das mit. Und 12 Angriffspunkte. Das ist aber wenig. Auch gar nicht mal so viel wert im Verhältnis. Okay, dann eine kleine Sache, die mich interessieren würde. Haben wir einen Federzauber? Jawohl, zu wenig Mana, super. 60 Mana brauchen wir. Ich warte noch kurz. 240 Sekunden, nice. Weil mit dem können wir jetzt auf jeden Fall hier ganz gemütlich noch rumlaufen, obwohl wir eigentlich schon überbelastet wären. Ich wusste doch, dass es Sinn und Zweck hatte, dass wir uns den Zauber gekauft haben. Was haben wir hier? Ein bisschen leuchtender Stein, okay. Ja, vielen Dank aber auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal für den Tipp, diese Höhle hier erkunden zu ge... Oh, geil! Rune Flammenelementar erwecken. Geile Sache, geil. Ja, sehr gut. Vielen Dank nochmal für den wahnsinnig geilen Tipp, diese Ruine erkunden zu gehen. Wir hatten viele Mischung aus Elementar und Interessant. Man sieht schon, es waren sehr viele Elementare hier unterwegs. Auf jeden Fall Elementarschmied, die Eismagierin. Ich weiß nicht, hatten wir auch einen Feuermagier? Habe ich den gekillt, ohne es zu bemerken? Ich war gerade eben verwirrt, weil die Musik sich wie Kampfmusik angehört hat. Ja gut. Frostmagierin, ich bin gerade ein bisschen neugierig, weil es könnte sein, dass wir vielleicht auch einen Feuermagier hatten und da Rune Frostatronarch beschwören zu finden war. Ich hoffe mal, wir haben das jetzt nicht verpasst. Aber Flammenatronarch, sehr gut, dann haben wir auch schon mal einen Tank bei uns. Können wir gleich mal testen. Oh, halt, das können wir noch gar nicht zaubern wahrscheinlich. Beschwörerfertigkeit 25. Weil so ein Flammenelementar wäre schon geil. Den könnten wir dann ab und zu beschwören, um irgendwelche Monster uns vom Leib zu halten. 25, wie hoch haben wir das? Eventuell können wir das auch, also ich mache das dann offscreen, 15. Die Leiste ist hier. Ich möchte mal gucken, wie viel es mir bringt, wenn ich selbst mir so eins von den schwächeren Monstern beschwöre. Einfach mal kurz zum Test. Hier, garstiger Kobold habe ich noch hier. Zombie. Ah, braucht auch Beschwörerfertigkeit 25. Rang 3 Zauber brauchen auch eine Fähigkeit von 25. Das ist sehr gut zu wissen.
Weil dann dafür Rang 3 Zauber wird sich eigentlich wieder lohnen. Na, beschwören wir mal den Sack hier. Oh, das ist gut hochgegangen. Sehr gut. Also dann würde ich sagen, das werde ich dann hochleveln. Auf jeden Fall. Bei nächster Gelegenheit. Und jetzt... ich würde sagen... Ich habe ja verdammt viel Zeug zum Verkaufen. Und ich weiß nicht mehr, ob in Salen auch alle möglichen Händler waren. Weil das war ja eher so ein Kuhdorf mit Weinfeldern und sowas. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass in Gilead alle Händler sind, die ich brauche. Also werde ich mich jetzt mal nach Gilead... Moment, habe ich den richtigen Teleportzauber ausgewählt? Jawohl. Gut, also. Eine Runde Gilead. Ich bin sehr zufrieden mit der Ruine. Vielen, vielen Dank. Also es hat sich wirklich tatsächlich gelohnt. Sie war auch sehr schön designt übrigens mit den ganzen Frostkristallen und den brennenden Lagerfeuern immer wieder. Aber das Beschwören, Trainieren und genauso sehr wie die Sachen hier verkaufen, das werde ich einfach während der nächsten Aufnahme machen, da ich schon seit einer halben Ewigkeit die Aufnahme eigentlich stoppen möchte. Vielleicht können wir uns hier noch einen schönen Ausblick verschaffen, bevor ich das mache. Und dann, cooles Glas hier im Fenster. Gut, dann würde ich sagen, meine Freunde, war's das für diese Aufnahme. Wir werden das nächste Mal mit dem Verkaufen schnell weitermachen. Vielleicht werde ich dann schon mit dem Beschleunigen anfangen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal nur kurz nochmal, um euch meinen Plan zu erläutern. Wir gehen hier hin, um eventuell die Artefakte zu bergen von Alcazar. Das war die Quest mit den Feuerminen, die aus dem Boden gesprungen sind, die uns überrascht haben. Und danach gehen wir hier oben den Kopfgeldauftrag machen. Das auch wieder zwei Fliegen mit einer Klappe. Alles da auf der gleichen Strecke. So. Und jetzt bis zum nächsten Mal, meine Freunde.